Hallo meine Lieben, na, alles gut bei euch? Ja, heute geht es weiter mit meinem Teil 2 Geschenke aus Deutschland, die ich in Deutschland bekommen habe von Freunden, Familien, Abonnenten, alles eben, was ich in der Zeit, wie ich in Deutschland war, bekommen habe. So, Teil 1 gab es ja letzte Woche schon. Für die, die den ersten Teil noch nicht gesehen haben, den verlinke ich euch unten mal in der Infobox. Ist ein ewig langes Video geworden, ja. Also ich denke, das heute wird auch nicht viel kürzer, denn es ist noch einiges, was ich euch zu zeigen habe. Aber bevor es jetzt losgeht, wollte ich noch 2, 3 Dinge ansprechen, da mir das so ein bisschen, ja, nicht aufgestoßen hat, aber einfach für die neuen Schätzeleins hier auf meinem Kanal, dass die auch wissen, was Sache ist. So, also ich hatte unter meinem ersten Teil Geschenkevideo hatte ich einen Kommentar von einer Dame mit der Frage, was ich denn mit so viel Produkten machen würde, und da ich würde immer alles so toll finden und so übermäßig toll, und ja, also ich wollte nur kurz Bescheid sagen, dass wenn ich Produkte von Schätzeleins bekomme, Pakete, Päckchen, wie auch immer, ja, wenn ich zum 83. Mal die gleiche Bodylotion bekomme, freue ich mich beim 83. Mal genauso wie beim ersten Mal. So, wenn ich jetzt eine Bodylotion am 21. August bekomme, bedeutet das ja nicht, dass sie am 23. August aufgebraucht sein muss, ja, und solange wie ich bestimmte Produkte eben zulasse, solange, ja, also die Produkte werden ja nicht schlecht. Dass ich natürlich sehr, sehr viele Produkte doppelt und dreifach zugeschickt bekomme, das stimmt, aber das verringert nicht meine Freude an den Produkten, weil man muss sich nämlich mal vorstellen, dass diese Päckchen und Pakete und Briefe und Postkarten, die ich bekomme, so gesehen von fremden Menschen bekomme. Ja, ihr kennt mich aus meinen Videos, ihr wisst, wie ich ticke, ihr kennt mich mittlerweile sehr, sehr gut, aber ich bin immer noch eine Fremde. Und die Tatsache, dass sich eben Menschen da draußen die Mühe machen, die Gedanken machen, in einen Laden zu laufen, für mich Geld auszugeben, sich die Mühe machen, mir etwas zu schicken, nur um mir hier eine Freude zu machen, ja, darüber freue ich mich. Darüber freue ich mich sehr, auch wenn eben bestimmte Produkte ich jetzt 3 oder 4 Mal in meiner Schminksammlung besitze. Und ja, ob jetzt meine Freude über bestimmte Produkte für manche Leute zu groß ist oder dass man mir das nicht abkauft, oder das ist ja jedem seine Sache. Dazu kann ich nur sagen, dann bitte entabonnieren oder meine Videos einfach nicht mehr schauen. Denn ich weiß, meine Stammhäseleins und Stammschätzeleins, die wissen, wie ich drauf bin. Die wissen, dass ich mich auch über ein Päckchen Kaugummi freue. Ja, gut, über benutztes Toilettenpapier und eine leere Dose Bohnensuppe würde ich mich jetzt auch wundern und würde mir jetzt für das benutzte Toilettenpapier auch keinen Rahmen kaufen und es mir an die Wand hängen. Aber über alles andere freue ich mich, weil es, wie gesagt, eben keine Selbstverständlichkeit ist, der Mutti aus Hawaii, ja, Päckchen und Pakete und Briefe und Postkarten zukommen zu lassen. Und wie gesagt, ich schätze das einfach sehr. Das meine ich so. Und wie gesagt, ich weiß auch, dass bei den richtigen Leuten kommt das auch richtig an. Die Leute, die bei mir schon länger dabei sind, die wissen auch, dass wenn ich etwas nicht gut finde, dass ich das genauso in die Kamera sage. Egal, ob ich mir das jetzt selbst gekauft habe, ob ich es gefunden habe, ob ich es zugeschickt bekommen habe. Ja? Also ich bin jemand, wenn ich etwas scheiße finde, dann finde ich es scheiße. Und wenn ich etwas nicht gern benutze, dann benutze ich es auch nicht gerne. Ihr kennt mich aus meinen Videos, ihr wisst sehr, sehr viel über mich. Wenn dann Leute sich eben dazu entschließen, mir ein Päckchen zu schicken und sie legen neue Produkte hinein, weil sie es gut finden, heißt es ja noch lange nicht, dass ich es gut finde. Aber der Gedanke dahinter zählt, die Mühe dahinter zählt, und das sind für mich eben Dinge, die ich, wie gesagt, eben sehr, sehr schätze und ich mich dann über den Gedanken und die Mühe
der Person trotzdem sehr, sehr freue und ich versuche, die Produkte, solange sie mich jetzt nicht irgendwie zum Kübeln bringen oder sonst was, die Produkte zu verwenden und die Produkte aufzubrauchen. Ja, also das jetzt nur mal so weit. Weil es einfach von dieser Dame gesagt wurde, dass ich eben alles so super toll finde und wie viel ich doch zugeschickt bekomme. Und ja, wäre ich jetzt natürlich in Deutschland, muss man jetzt auch mal dazu sagen, würde ich bestimmt nicht so viele Produkte bekommen, weil ich dann eben um jede Straßenecke einen DM hätte. Da meine Schätzeleins aber wissen, dass ich hier auf Hawaii auf einer Insel wohne, und ich eben an bestimmte Produkte nicht rankomme, wollen sie mir eben eine Freude machen, was wirklich bis jetzt auch jeder absolut geschafft hat. Und da muss ich auch mal sagen, also das habe ich so bis jetzt noch auf keiner Page gesehen, dass sich Schätzeleins wirklich so Gedanken machen um jemanden und mir wirklich konstant eine Freude bereiten wollen. Ja, also nur mal das so weit. Ich weiß nicht, ob es weiterhin Unboxing-Videos von mir geben wird. Wenn ihr daran Interesse habt, dann lasst mich das in den Kommentaren wissen. Mir geht es einfach nur darum, dass wenn ich bestimmte Produkte zu Hause habe und die dann teste und die dann irgendwann mal euch in die Kamera halte, dass ihr euch dann eben nicht wundert, wo hat sie jetzt das Produkt her und sie wohnt ja auf Hawaii und bla. Und natürlich möchte ich eben auch meine Freude mit euch teilen, da ich weiß, dass zu 99,9% sich meine Schätzeleins eben mit mir mitfreuen. Ja, so, also, wenn ihr weiterhin Unboxing-Videos sehen möchtet, wenn ich in der Zukunft nochmal Pakete bekommen sollte, dann wie gesagt, lasst es mich eben wissen, ja, wenn nicht, dann packe ich die Pakete in der Zukunft eben für mich alleine aus und wenn ich euch dann Produkte in die Kamera halte, dann sage ich euch eben, Leute, habe ich zugeschickt bekommen von einer Abonnentin, ja, also es ist ja nicht so, dass mir irgendwelche Firmen was zuschicken, ne? Lassen wir die Kirche mal im Dorf, also der Mutti auf Hawaii wird von niemandem was zugeschickt. Ich bekomme nichts von Cosnova oder, ne, wisst ihr Bescheid. So, also das sind jetzt mal so die Dinge, die ich ansprechen wollte. Ja, aber ich weiß auch wieder, dass bei den richtigen Leuten kommt es richtig an. Ich wollte eben nur, dass die neuen Mädels auf meinem Kanal wissen, wieso bekommt sie so viel, wieso bekommt sie so oft das Gleiche. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich eben hier an viele Dinge nicht rankomme und meine Leute mir eben damit eine Freude machen wollen und sie das wirklich damit immer wieder tun. So, deswegen, also an die ganzen Schätzeleins da draußen. Ich knutsch euch, ich knuddel euch, ich bedanke mich nochmal für alles, für die Zeit in Deutschland, für die ganzen Produkte, die ihr mir geschenkt habt, für die Päckchen, Briefe, Pakete und Postkarten, die ich jetzt in den letzten Monaten hier erhalten habe. Ihr seid wirklich der absolute Knaller und es ist wirklich keine Selbstverständlichkeit und ich freue mich heute auch noch über jedes Produkt, das ich selbst vor 3 Monaten geschenkt bekommen habe, weil, ja, es ist der absolute Knaller. So, also, jetzt haben wir 8 Minuten gequatscht, wir haben noch nichts in die Kamera gehalten. Ich würde sagen, holla die Waldfee, wir hauen rein. Es geht heute um Produkte, die ich zum größten Teil von einer Freundin von mir geschenkt bekommen hatte. Ich hatte euch erzählt, dass eine Freundin von mir über Wochen und Monate hinweg für mich gesammelt hatte. Und ja, also da ist wirklich dann nochmal einiges zusammengekommen. Und wir fangen dann auch gleich mal mit dieser wunderschönen Palette von P2 an. Das war ja eine Limited Edition, soweit ich weiß. Das ist eine Lidschattenpalette mit einem Applikator und mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, mit 18 Farben. Ja, also ist eine wirklich tolle Palette mit schimmernden Farben, mit matten Farben, mit Nude-Farben, ein bisschen Farbe mit dabei, so dass man eben auch ein auffallenderes Make-up schminken kann. Es ist ein extremes Grün dabei. Die Pigmentierung, muss ich sagen, finde ich sehr, sehr schön von der Palette. Ich gehe einfach nur mal in ein paar rein, dass ihr das seht. Ja, also das ist jetzt mal die Pigmentierung. Genau, kann man sich also wirklich nicht beschweren. Ich freue mich sehr über die Palette, habe sie damals ganz oft in Videos gesehen und meine Freundin hat sie mir damals eben besorgt und jetzt kann ich sie benutzen.
Genau, also, dann geht es weiter. Aus der Cookies and Cream LE hatte ich einen Lipgloss geschenkt bekommen. Und zwar war das die Farbe 02 Be My Cookie Monster. Ja, also ganz, ganz niedliche Namen. Und oh, es riecht hervorragend. Ja, also dieser Lipgloss riecht hervorragend nach Kekse. Genauso wie die Handcreme, die ich ja dazu bekommen habe. Es ist natürlich ein Nude, wie soll es anders sein? Ja, meine Leute, die kennen mich. Ist mehr ein Schimmer, also ganz, ganz tolle Farbe. Und wie gesagt, der Geruch ist eben der absolute Knaller. Ne? So, dann haben wir hier mehrere Male von Dresdner Essenz, Schaumbad, Kokosmilch. Das ist alles das Gleiche, genau. Das sieht so aus. Das ist wie gesagt ein Schaumbad, kommt in so einem kleinen Döschen. Es sind 25 Milliliter enthalten. Na, meine Stammhäseleins, ich brauche nichts dazu sagen. Den Rüssel hänge ich trotzdem dran. Es ist Kokos, ja, ist absolut mein Beuteschema. Saugeiler Geruch, also ich liebe diesen Geruch. Habe wirklich jetzt schon die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich euch das zeigen kann, dass ich endlich mal eins benutzen kann, denn ich sehe diese Dresdner Teile so oft in Videos und freue mich darüber wirklich ganz, 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 ganz doll. Ist entspannend und beruhigend, sanft pflegend mit Weizenprotein. Ja, also habe ich dreimal geschenkt bekommen, freue ich mich sehr. Und dann geht es weiter mit einem Lidschatten von Kiko. Das ist die Farbe 132 und Leute, diese Farbe ist der absolute Wahnsinn, ja? Also ich liebe ja Kiko-Produkte und die Lidschatten von denen finde ich auch ganz, ganz toll. Das ist ein Braun-Kupfer und auch hier die Pigmentierung ist der Knaller. So. Muss ich nichts zu sagen, oder? Also wenn das keine schöne Farbe ist, dann weiß ich auch nicht. Bei Kiko gibt es ja keine Namen, bei Kiko gibt es nur Nummern. Wie gesagt, die 132 freue ich mich sehr, weil die Farbe, was ist das denn? Also ganz, ganz toll. So, dann geht es weiter mit zweimal Gliss-Kur. Das sind ja diese Tübchen hier. Das sind die Million Gloss Soforthilfe Intensivkur. Die hatte ich schon mal von einer Abonnentin zugeschickt bekommen. Fand diese oder dieses Tübchen, ich hatte es einmal, habe es ausprobiert. Ich habe, es hat für zwei Anwendungen gereicht. Fand das Haargefühl hinterher spitzenmäßig. Also wirklich, meine Haare waren so weich, sie waren so glänzend. Sie sind ja, also diese Teile sind gegen stumpfes und glanzloses Haar. Intensive Glanzversiegelung. Ganz, ganz tolle Produkte. Ich liebe den Duft davon. Also ihr wisst, ich liebe Gliss-Kur-Produkte. Und ja, eine Minute Intensivkur. Ja, Haare shampoonieren, ausspülen, keine Spülung, kein Conditioner. Einfach dieses Produkt in eure Haare eine Minute einwirken lassen, ausspülen und ihr habt die weichesten Babyhaare, die man nur haben kann. Also bei mir auf jeden Fall. Ganz, ganz tolles Produkt. So, oh, habe ich dreimal. Ja. So, dann haben wir von L'Oreal, ist es glaube ich, genau, von L'Oreal Paris Color Infallible. Das sind diese Teile hier. Das sind ja so halb gepresste Pigmente. Ja, also wenn man dieses Döschen aufmacht, dann kommt hier oben noch so ein Deckelchen dazu. Dann sieht das Ganze so aus. Und dann ist es kein richtig loses Pigment, aber auch kein richtig gepresster Lidschatten. Also es ist so eine Mischung von beidem. Ich versuche mal, ob ich hier mit meinen Fingernägeln reinkomme. Ja, geht. Genau, und die Farbabgabe ist der absolute Wahnsinn. So, ihr habt einen mega metallic Schimmer auf euren Augen, also wunderschöne Farbe, ganz, ganz toll. Kann ich mir alleine auf dem Lid sehr gut vorstellen oder eben auch ein bisschen ausgeblendet. Also ein ganz, ganz toller Lidschatten. Und genau, ist die Farbe 021 Sahara Treasure. So,
Dann hat sie mir von einem meiner liebsten Blushe hat sie mir ein Backup geschenkt. Das war ja damals eine LE von Essence, von Me and My Ice Cream. Da hat sie mir dieses Creme Blush geschenkt. Das war die Farbe 01 Ice Bomb. Genau. Und das ist meins. Also hier könnt ihr auch sehen, dass ich das wirklich sehr, sehr fleißig und regelmäßig benutze. Ja, finde ich ein ganz, ganz tolles Blush. Sehr cremig, lässt sich sehr schön verblenden auf der Haut. Ihr habt einen wunderschönen Rosé-Glow, kein Schimmer, kein Glitzer. Wirklich wie so von der Sonne geküsst. Das ist der Swatch dazu. Und den mache ich euch mal hierher. Hier vorne. Und hier könnt ihr schon sehen, ja, was für einen schönen Glow und was für ein schönes Strahlen es euch auf die Wangen zaubert. Das benutze ich momentan sehr gerne mit diesem Foundation Buffer von Ebelin. Damit lässt sich das Ganze super verblenden. Und freue mich auch darüber natürlich sehr, auch wenn ich da jetzt ein Backup habe. Und ich glaube sogar nochmal jetzt ein Backup von einem Backup. Aber das macht überhaupt nichts, weil ja, das ist mit so eins der Blushe, wo ich sage, ja, das braucht man, das ist wichtig. Ja, und ihr wisst, ich bin kein Blush-Mädchen. Also da gibt es ganz, ganz andere Kandidaten hier auf YouTube. Ich versuche mich so langsam an die Blushes ranzutrauen. Und es klappt auch ganz, ganz gut. So, dann hat sie mir etwas geschenkt, worüber ich mich wahnsinnig freue. Und zwar sind das von Reval de Loop die Hydro-abschwellende Augenkonturen-Pads. Die hatte ich schon mal, die fand ich Weltklasse. Legt euch die in den Kühlschrank und wenn ihr jetzt mal eine Nacht habt, wo ihr nicht gut geschlafen habt und morgens ausseht wie Kermit der Frosch, ja, und zugeschwollene Augen, nehmt ihr euch die Pads, knallt euch die unter die Augen. Sie kühlen, sie schwellen ab. Ganz, ganz tolles Produkt, freue ich mich wirklich sehr darüber. Es kommt mit 6x2 Pads, also insgesamt 6 Anwendungen und kostet, glaube ich, so 3,50 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Ja, aber der sofortige frische Kick für müde Haut, absolute Kaufempfehlung, hatte ich in Deutschland selbst schon ganz, ganz oft und ja, sehr schön. So, dann hat sie mir, saugeil, einen Pinsel und zwar von Reval de Loop Young besorgt. Das war ja, soweit ich weiß, eine Limited Edition. Und zwar ist das dieser Neon Brush. Steht da auch was drauf? Color Breeze. Ja, also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass es ein Blush Brush ist, ein Blush Pinsel. Ist super, super weich. Ja, also ich habe ihn jetzt noch nicht verwendet, ich habe ihn noch nicht gewaschen. Aber wenn man hier drüber fährt, er ist wirklich sehr, sehr weich. Natürlich wunderschön in Schwarz und Pink, ja, ist absolute Pflicht. Absolutes Pflicht. Ist absolute Pflicht. Allein wegen der Farbkombi hätte ich mir den Pinsel gekauft. Und Pinsel kann man natürlich nie genug haben. Ne? Also auch darüber freue ich mich sehr. Ich denke, den bekommt ihr irgendwie noch auf Kleiderkreisel oder so, wer da kein Glück hatte. Aber so. Weiter geht es, dann gibt es nochmal von der Cookies und Cream LE Jumbo Eye Pencils oder hat es gegeben. Da habe ich einmal die Farbe 02 Yummy Yummy. Das ist falsch rum, so. Genau, das ist eher so ein aschiger Ton. Also das sind eben so Jumbo Eye Pencils und ja, das ist wirklich ein sehr, sehr aschiger Ton. Aber sehr cremig, sehr leicht zu verblenden. So, hier könnt ihr es erkennen. Ist wirklich sehr cremig. Denke ich, kann man auch sehr gut auf dem, also entweder auf dem Lid auftragen oder eben unten am unteren Wimpernkranz applizieren. Oh, applizieren. Hören wir uns heute ja wieder ganz intelligent an, ne, Sandra? Und dann hier die Farbe 01 Last Night, A Cookie Saved My Life. Das ist einfach nochmal so ein schöner Braunton. Auch den finde ich ganz, ganz toll. Auch hier wieder sehr leicht vom Auftrag her. Das ist dieses Teil hier vorne. Und dann auch vom Verblenden her. So, ja. Ganz cremig, ganz weich und freue ich mich sehr.
Muss ich das eigentlich immer dazu sagen oder, ja, ich denke, ihr wisst es mittlerweile, dass ich mich über alles freue, ne? So, dann hat sie mir aus der Cookies and Cream LA, also da hat sie richtig zugeschlagen, nochmal zwei Lidschatten gekauft und zwar einmal den Last Night a Cookie Saved My Life. Den habe ich ja schon, das macht aber überhaupt nichts, weil das so ein toller Lidschatten ist. Also diese Lidschatten wurden ja auf YouTube auch gehypt ohne Ende. Ja, ich mache euch mal einen Swatch dazu, die sind butterweich, butterweich. Die Farbabgabe ist der absolute Brüller. Das ist dieser hier vorne, ja. Wie ihr seht, kommt mit einem wunderschönen Schimmer, also eine ganz, ganz tolle Farbe. Wie gesagt, die Last Night a Cookie Saved My Life. Und dann die Farbe 01 So Hot Donut. Auch das eine wunderschöne Farbe. Oh Gott, oh Gott. So, auch hier Wunder. Oh, die sind so weich, Leute. Also das ist wirklich der absolute Knaller. Das ist der hier am Ringfinger. Mache ich euch mal... habe ich mich zugeswatcht schon. Die Farbe, guckt euch das an. Ganz, ganz toll. Und gerade die zwei in Kombo, also das ist jetzt dieser hier, So Hot Donut, und dann eben hier vorne, Cookie Saved My Life. Also die zwei in Kombination kann ich mir vorstellen, dass das ein absolut bezauberndes Augen-Make-up gibt. Also ganz toll. Für die Leute, die sich die Lidschatten gesichert haben, herzlichen Glückwunsch, weil also das ist der absolute Kracher. So, dann hat sie mir noch einen Blush geschenkt und zwar von Reval de Loupiang. Safari Look Blush. Ich denke, das war auch eine Limited Edition. Ich bin mir nicht sicher. In der Farbe 01 Safari Sunset. So, der ist noch zu, den machen wir mal auf. Den habe ich nämlich schon bei ihr geswatcht und der war so schön. Und sie hatte davon einen Backup, dass sie gesagt hat, hier, komm, nimm mit. Ne? Saugeil, also wirklich ganz, ganz tolle Farbe. So. Kommt hier mit drei verschiedenen Pudern. Also das heißt, ja nee, also einzeln kann man sie nicht verwenden. Dafür sind sie nicht groß genug. Aber wenn man da reingeht, auch hier ganz weich, tolle Farbabgabe. Das ist dieses schöne Stück. Und wieder nicht vorbereitet. Pleiten, Pech und Pannen bei mir. Ich kann es euch sagen. So. Ganz tolle Farbe. Sehr schön pigmentiert. Also ich denke, bei diesem Blush, man muss auch wirklich vorsichtig sein, wenn man da mit einem Pinsel reingeht, weil man natürlich ruckzuck overblush sein kann. Kann ich mir sehr, sehr gut für Winter, Herbst, Winter vorstellen. Habe ich jetzt natürlich hier auf der Insel ein bisschen ein Problem mit. Ne? Ich suche mir dann einfach die Tage aus, wo wir anstatt 36 Grad 29 Grad haben. Und das ist dann mein Winterblush. Finde ich wirklich sehr, sehr schön. So, dann räumen wir. Sie hat mir das nämlich auch alles hier in so schöne Boxen rein, was ich ganz toll finde, da ich nämlich mein Schminkzimmer neu organisieren möchte. Und die werde ich dafür benutzen. So, dann hat sie mir natürlich von Balea meinen Augen-Make-up-Entferner waterproof-ölhaltig geschenkt. Ich freue mich, ja, davon kann ich nie genug haben. Wisst ihr, dass das mein absolut heiliger Gral ist und ich denke auch nicht, dass sich das jemals ändern wird. Dann hat sie mir von Trackamoon My Coconut Island diese Körpermilch besorgt in dieser Reisegröße. Ich habe da schon dran gerochen und Leute, ihr riecht wie ein Raffaello. Ja, ihr riecht wie ein Raffaello, Kokos, Sonne, Sommer, Strand. Also für mich ist es einfach Sommer, da gehört für mich ganz klar Kokosduft, Kokosgeruch dazu. Ich freue mich sehr, dass ich diese Creme jetzt habe. Kommt hier oben mit einem Pumpspender, finde ich eigentlich auch ganz toll. Da wollte ich euch noch dazu sagen, da hat mir eine Abonnentin, saugeil. Es gibt ja von MAC diese Studio Fix Foundation, ja,
wo man sich ja diesen Pumpspender da oben für 9 Euro, bei uns 9 Dollar, dazu kaufen muss, was ich eine bodenlose Frechheit finde für diesen Preis, ja. Also es ist ja ein High-End-Produkt, so gesehen. Und dass man sich da noch den Pumpspender dazu kaufen muss, geht überhaupt nicht. Da kriege ich wirklich pantomimisches Herpes, muss ich echt sagen. Und eine Abonnentin hat mir geschrieben, dass sie diesen Pumpspender aus diesen kleinen Reisegrößen von Trackamoon jetzt dafür verwendet hat, für ihre MAC Foundation. Ja? Also wenn jemand zu Hause eine MAC Foundation hat und eben nicht den Pumpspender dazu hat, braucht ihr euch nicht extra kaufen. Ich weiß nicht, was dieses gute Stück kostet. Ich würde mal sagen zwischen 2 und 3 Euro. Dann habt ihr erst die Bodylotion und wenn die Bodylotion dann leer ist, benutzt ihr den Pumpspender und setzt den euch auf eure MAC Foundation. Ne? Also nur mal hier noch so ein kurzer Quick-Tipp dazu. Dann haben wir hier nochmal aus der Cookies and Cream LA. Also ich glaube, aus dieser Cookies and Cream LA habe ich jetzt alles, was es damals so gegeben hat. Das waren die Shimmer Pearls. In der Farbe 01 One Sweet Day. Und Leute, die sind so schön. Die sind so, so schön. Die kommen hier oben noch mit so einem Schwämmchen, dass diese Pearls eben zusammenbleiben. Und dann bekommt man hier verschiedenfarbige Pearls. Geht mit einem Stippling Brush, mache ich das immer. Gehe hier dann rein. Und dann eben auf die Wangen und ihr habt so einen tollen Schimmer auf den Wangen. Also wirklich ganz, ganz toll. So. Das ist dieser hier. Sehr dezent, ja. Keine großen Glitzerpartikel. Wirklich hier schön oben auf der Wange aufgetragen. Auch da habt ihr dann wieder einen Glow wie von der Sonne geküsst. Es ist nicht zu viel, es ist nicht zu aufdringlich. Es ist wirklich, also eine ganz, ganz tolle Farbe. Auch darüber freue ich mich sehr. Und im Vergleich, ich hatte euch ja in meinem ersten Video von Catrice diese Pearls gezeigt, finde ich, dass die noch ein bisschen dezenter sind wie die von Catrice und die Farbe ist nicht gleich. Also das hier ist eher so ein Champagner und die Blush Pearls von Catrice, die gehen eher ins Rosé. Ne? Also auch hier, ganz toll. Wo habe ich denn jetzt meinen Lappen? So, dann haben wir von Wellness Beauty, wo es diese Marke gibt, weiß ich gar nicht, Dusch- und Badecreme mit echtem Vanilleextrakt und Sesamöl. Ja, auch mit Vanille ist man bei mir an der richtigen Adresse. Es riecht hervorragend, es riecht nicht künstlich. Es riecht wirklich, als ob man sich gerade so eine Vanilleschote aufgeschnitten hätte. Oder irgendwie so ein Vanillepudding gerade gekocht. Oh, sehr lecker. Ja, wie so ein Vanillepudding, den man gerade frisch gekocht hat. Also, wo es diese Marke gibt, Wellness Beauty, das weiß ich gar nicht. Steht es hier irgendwo drauf? Ah ja, bei Rossmann. Hergestellt für Dirk Rossmann GmbH. Sehr schön. Ja, also dann könnt ihr das auch bekommen. Ist, wie gesagt, eine Dusch- und Badecreme. Ja. Gehe ich jetzt ganz stark davon aus, dass man sich das einfach mit ins Badewasser dazu kippt. So, dann habe ich einen wunderschönen Nagellack geschenkt bekommen. Und zwar von Essence in der Farbe 174 Purple Sugar. Das ist dieses schöne Stück. Natürlich habe ich ihn euch geswatcht. Das ist dieser hier. Sehr, sehr schönes Rosa. Ganz, ganz tolles Babyrosa, Barbie-Rosa, gerade jetzt für den Sommer, ne, mit gebräunter Haut, kann ich mir den sehr gut vorstellen. Das sind jetzt zwei Schichten. Nach einer Schicht war er nicht wirklich deckend, aber ich finde, er ist auch relativ schnell getrocknet. Und nach der zweiten Schicht war er super deckend und ich finde einfach, das ist eine ganz tolle Farbe. Also auch darüber freue ich mich sehr, denn ich mag die Essence-Lacke. Sie kommen ja mit einem etwas breiteren Bürstchen. So. Ja, also die Kiko-Lacke, die haben eben ein sehr dünnes Bürstchen und die von Essence, die sind ein bisschen breiter. Mir ist es im Endeffekt egal, ich arbeite mit beidem gern, aber ganz toller Nagellack.
So, dann habe ich noch einen Lidschatten geschenkt bekommen, und zwar von Sleek. Saugeil, also ich habe ja von Sleek nicht viel, ich habe nur eine Lidschattenpalette. Und jetzt habe ich hier noch einen Lidschatten dazu. Das ist die Farbe Molten Metal 714. So. Und also ich finde ja allein schon mal die Verpackung von Sleek, ne, ist ja sehr edel. Also ist ja wirklich sehr, sehr edel. Bekomme es nicht auf. Doch, jetzt. Habe ich natürlich schon geswatcht. Das sind so Creme-Lidschatten in Grüntönen. Absolut krasse Farbabgabe. Das mache ich euch hier her. So, hier diese zwei. Also das hier ist so ein Silbergrün und das hier ist so ein Goldgrün. Und wie ihr sehen könnt, ja, also das ist ein übelstes Schimmern. Ganz toll. Wie sich es jetzt auf dem Auge verhält, weiß ich nicht. Ich habe ihn noch nicht getestet. Also ich weiß nicht, ob er euch in die Lidfalte rutscht. Aber ja, werde ich auf alle Fälle in den nächsten Tagen mal testen. Ist ein Metallic Eyeshadow Duo. Und ja, also ich weiß, man bekommt Sleek online auf alle Fälle. Deswegen, wer da Interesse hat, ja, genau. Also mehr kann ich jetzt gar nicht dazu sagen. Aber die Farben sind natürlich, ja, die sprechen für sich, ganz klar. So, dann habe ich von ihr, auch darüber freue ich mich sehr, denn das habe ich in Deutschland selbst schon gekauft und habe es toll gefunden. Ich habe sogar noch eins da als Backup, und zwar von Reval de Loup Pure Skin Fruchtsäure Peeling für unreine Haut. Porenverfeinernd plus Zinkkomplex plus Panthenol, vitalisierend. Genau, also das kommt hier in einem Tübchen, kommt mit 30 Millilitern. Wie gesagt, hatte ich selbst mir in Deutschland schon mal gekauft und finde ich gnadenlos gut. So, ist ein Produkt, benutze ich einmal in der Woche, einfach durch das Zinkkomplex, ja. Man soll ja nicht zu oft die Haut peelen, aber einmal in der Woche ist es wirklich ein super, super Peeling. Kommt nicht mit großen Peeling-Körnchen, ich kann es euch mal zeigen. So, ist also eine klare Flüssigkeit, sehr gelig. Und wenn man das Ganze dann verreibt, es sind sehr, sehr feine Peeling-Körner. Aber riecht auch ein bisschen... Riecht ein bisschen medizinisch, ne? Aber medizinisch ist ja nicht schlecht. Von daher ganz toll, wie gesagt. Also auch das ist von mir eine Kaufempfehlung. Ich kenne dieses Produkt, ich habe es in Deutschland gekauft. Finde ich toll und freue mich, dass ich hier jetzt noch eins habe. Denn ich muss ganz ehrlich sagen, das ich hier hatte, wollte ich jetzt die ganze Zeit nicht anfangen zu verwenden, weil in dem Moment, wie man es ja anfängt zu verwenden, muss man es ja auch fertig benutzen, weil sonst wird es hier irgendwann schlecht und ich hatte ja kein Backup. Ne? Ihr wisst, ich bin die absolute Backup-Queen. Es wird demnächst auch ein weiteres Backup-Video von mir kommen. Gut, ich denke, danach wird man mir wahrscheinlich eine Hab-mich-lieb-Jacke zuschicken, aus dem ganz einfachen Grund, weil viele denken werden, die alte kann man einweisen. Ja, das ist auch in Ordnung, aber... Ich brauche sie auch auf, ne? Gut, jetzt wahrscheinlich nicht 2014 und 2015 nicht gleich, aber 2048 werde ich wahrscheinlich an dem Punkt sein, dass man sagen kann, so, Sandra, du kannst einkaufen gehen. Genau. Dann haben wir noch ein Color Tattoo von Maybelline. Das ist die Farbe 35 On and On Bronze. Also auch das ist ja ein sehr gehyptes Produkt in Deutschland. Viele haben es, viele lieben es. Und das ist eben so ein Creme-Lidschatten, eine wunderschöne Farbe. Ja, ich gehe hier mal ganz leicht rein. So, das ist der Lidschatten hier. Ist wirklich ein sehr schönes Champagnergold. Und ich habe ja von Maybelline diesen Color Tattoo in der Farbe Taupe. Den benutze ich ja für meine Augenbrauen. Von daher, ich kenne die Qualität von den Maybelline Lidschatten, von den
Color Tattoos und ich weiß, das sind tolle Produkte. Ja, ich weiß, das sind tolle Produkte, darauf kann man sich verlassen. Da muss man auch nicht erst was aufs Auge drauf machen und dann den Lidschatten und dann Angst haben, dass er in die Lidfalte rutscht. Nein, in dem Moment, wie man sich diesen Lidschatten auf dem Auge aufgetragen hat, dann bleibt er auch da und da bleibt er wirklich auch den ganzen Tag. Und die Farbe ist natürlich auch der absolute Knaller. So, dann habe ich von ihr noch, saugeil, ihr wisst, ich liebe von Kiko mein Night Treatment Booster. Ich hatte ja auch einen von meiner Steffi Maus geschenkt bekommen, aber der absolute Knaller war jetzt meine Freundin, denn sie hat mir gleich mal 4 Stück besorgt. Ja, also auch um meine Wimpern brauche ich mir bis 2028 wahrscheinlich erstmal keine Sorgen machen. Gehört zu meiner Abendroutine dazu. Wenn ich mich abgeschminkt habe, dann haue ich mir eben von Kiko dieses Night Treatment Booster noch auf meine Wimpern drauf. Ich weiß nicht, ob meine Wimpern aus dem Grund, dass ich dieses Produkt verwende, so aussehe, wie sie aussehen. Ich weiß es nicht. Also ich werde ja auf meine Wimpern ganz oft angesprochen, werde oft gefragt, ob ich Fake Lashes trage. Nein, ich habe noch nie Fake Lashes getragen. Ich habe da Schiss, mir am Auge rumzumachen. Und ihr wisst, ich bin ein absoluter Schussel. Zum Schluss hängt der Kleber im Auge und ich krieg's Auge nicht mehr auf. Und die Wimpern hängen hier oben. Und nee, brauche ich alles nicht. Also, da sitzt ein Zuhälter drin, wir kriegen es wieder nicht raus. Gucken wir mal das andere. Einfach, dass ich euch zeigen kann, wie dieses Produkt aussieht. Was ist denn hier los? Ging ja gar nicht auf. Also es ist einfach ein Mascara-Bürstchen. So jetzt. Genau, so sieht das Ganze aus. Sieht natürlich auch sehr edel aus. Kiko kennt man nicht anders. Ja, also für die Verpackung, da lassen sie sich ja immer was Schönes einfallen. Und das ist jetzt einfach hier so ein Mascara-Bürstchen, ein Gummibürstchen. Könnt ihr es erkennen? So, ja. Das ist in einer Flüssigkeit getränkt. Dieses Produkt verwendet ihr 30 Tage abends nach dem Abschminken. Und ja, also ich benutze es immer länger, weil nach 30 Tagen ist dieses Gerät nicht leer. Wenn es dann leer ist, mache ich 1-2 Wochen Pause und dann kommt bei mir eben eine neue Buddel in Gebrauch. Ja, von daher. Sehr schön. So, bei mir sieht es aus, als ob eine Bombe eingeschlagen hat. Dann haben wir hier noch ein paar Produkte. Ein Produkt noch aus einer LE von dieser Viva Brasil LE. Das ist ein Blush. Den habe ich von meiner Steffi Maus geschenkt bekommen. Das ist dieses schöne Stück in der Farbe 02 Destination Sao Paulo. So. Wie ich diese Farbe gesehen habe, wie mir Steffi das Päckchen gegeben hat, habe ich gedacht, ach du Scheiße, ja. Also ihr wisst, ich habe es ja vorhin schon erzählt, ich bin kein Blush-Mädchen. Und das sind natürlich Farben für ein Nicht-Blush-Mädchen, da kriegt man so ein bisschen fast schon einen Herzinfarkt, ja. Vor allem, wenn ich euch jetzt mal die Pigmentierung zeige. Ich gehe hier einmal schwupp rüber. So, ja, Swatch dazu ist, ist dieses hier. Und ja, also zu der Pigmentierung muss ich sagen, Essence 1A, gut, gut getroffen. Aber ich muss sagen, wenn man diesen Blush verblendet, dann hat der einen wunderschönen Glow. Ganz, ganz toll. Man muss natürlich sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man mit dem Pinsel da reingeht, weil ne, sonst sieht man aus wie ein Clown auf Ecstasy. Und ja, aber die Farbe, muss ich sagen, finde ich sehr schön. Finde ich wirklich sehr schön. Ich werde mich versuchen, dran zu trauen, ja. Aber allein die Tatsache, dass da ja, Steffi an mich gedacht hat, wie sie diesen Blush gekauft hat, fand ich sehr amüsant. Werde ich natürlich in meine Schminksammlung einarbeiten und hin und wieder, wenn ich weiß, ich muss nicht aus dem Haus, werde ich dann mal versuchen, ob ich damit klarkomme und werde ihn mir auftragen. Ja. So, dann habe ich noch von meiner Debbie Maus einen Highlighter geschenkt bekommen. Das war auch eine LE und zwar von Essence, die Love Letters LE und die Farbe war 01 Love Poem. So,
ist wirklich ein wunderschöner Highlighter. Ja, also allein schon dieses Gedruckte hier, man will es ja eigentlich, mit den Griffeln gar nicht rein und möchte es gar nicht kaputt machen, aber ich mache euch natürlich mal einen Swatch. Er ist butterweich, ja, wenn ihr dann hier seht, was für eine Farbabgabe der hat. Und ja, das ist dann der Swatch dazu. Er kommt mit größeren Goldpartikeln, muss ich dazu sagen, ja. Also es ist jetzt kein Highlighter, wo ihr nur einen leichten Schimmer oder nur einen leichten Glow auf den Wangen habt. Also ich denk nicht, dass es die Kamera einfangen wird. Aber er hat doch schon gröbere Goldpartikelchen mit drin. Ich finde ihn sehr schön. Ich werde mal schauen, wie er sich ja auf den Wangen macht. Ob man dann eben nur einen Schimmer hat oder ob man dann überall diese goldenen Glitzerpartikel hat. Aber ja, allein schon für die Verpackung, ja, finde ich dieses Produkt gnadenlos. Und dieses Gedruckte und Love Poem und Essence und LE. Es ist eine LE, ja. Ich sitze hier auf einer Insel, ich habe weder Catrice noch P2 noch Essence und ich habe LEs. Ja, das muss man mir auch mal erst nachmachen. So. Und dann habe ich jetzt noch ein Produkt, das ist ein älteres Produkt, das hatte ich auch von der Debbie, also die Debbie hatte ihn schon verwendet. Und ja, da sie aber so viel hat, hat sie gedacht, die gibt's mal der Mutti, ne? Es handelt sich von Essence Sun Club All Over Shimmer for Eyes, Body, no, for, All Over Shimmer for Eyes, Face and Body. Das ist dieses Granatenteil. Und Leute, da zeige ich euch jetzt mal die Pigmentierung. Ich hoffe, ihr sitzt. Ja, weil wie ich dieses Produkt das erste Mal geswatcht habe, ich habe gedacht, mich haut's aus den Schuhen und den Socken gleichzeitig raus. Das ist eben so ein Brick, ja, mit verschiedenen Farben. Und jetzt gehe ich da einmal rein und wirklich nur ganz leicht. Ich mache mal ganz kurz die Swatches hier weg, dass ich euch das dann auch zeigen kann. Also wie gesagt, ganz kurz gehen wir hier mal rein. So, und jetzt gebt euch mal das. Dieses Teil hat eine Farbabgabe, was mich ein bisschen sprachlos macht. Ihr wisst, ich bin nicht oft sprachlos, aber dieses Hammerteil, ja, es ist ein Schimmerpuder für Gesicht, Körper und Augen. Ja, also mit was man da rein muss in dieses Töpfchen, um sich damit das Gesicht zu highlighten, das weiß ich nicht. Vielleicht irgendwie mit einem Q-Tip oder so und dann nur so punktuell, ja. Weil wenn man da mit einem Pinsel reingeht und appliziert sich das aufs Gesicht, also dann ist man ja Disco-Kugel persönlich und man kann seinen Namen auf der Geburtsurkunde ändern, ne? Also wenn wir jetzt mal hier oben reingehen, hier oben hat es dann auch noch so einen helleren Ton, aber selbst da, das ist das hier am Ringfinger, das ist dann dieser Swatch dazu. Ja, also ist wirklich pigmentiert ohne Ende. Ich werde wirklich mal versuchen, ob ich mir das irgendwie auf die Wangen zaubern kann, dass es einigermaßen gut aussieht. Oder ja, ob man irgendwie als, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir werden es versuchen. Sollte es ein Flop sein, werdet ihr es erfahren. Wird es ein Top sein, werdet ihr es auch erfahren. So oder so, ihr werdet etwas davon hören. So, und dann habe ich noch einen Blush, auch nochmal von der Debbie, auch nochmal aus ihrer Schminksammlung, einfach weil sie gesagt hat, sie hat so viel und braucht es nicht. Das ist Max Make-up Mineral Blush in der Farbe 866 Rosewood. So, also dieses Päckchen sieht so aus. Hinten steht dann eben drauf 866 Rosewood. So, ja, also wo es dieses Produkt jetzt gibt, weiß ich nicht. Also es ist ja nicht Max Factor, ne? Es steht ja nur Max drauf. Aber dieser Blush ist so schön. Das ist der Mittelfinger und das ist der Swatch dazu. Ja, ist Rosé golden. Die Farbabgabe finde ich gut. Aber man kann sich damit nicht überblaschen.
Ne? Also es ist jetzt nicht so wie bei dem Brasil Blush oder bei dem Highlighter oder so, wo man wirklich vorsichtig sein muss. Nee, es ist wirklich eine sehr schöne Farbe, eine dezente Farbe, ein Rosé mit goldenem Schimmer, fast schon so ein bisschen Sandelholz oder wie man das nennt. Also finde ich schön und das ist definitiv eine Farbe, an die traue ich mich auch ran, weil ich weiß, selbst wenn ich da mit dem Pinsel einmal reingehe und dann hier, ne, dass ich hier da nicht so Balken habe, weil das sieht ja dann auch immer scheiße aus und man könnte ab und zu dann mal so als billige Prostituierte irgendwie abgestempelt werden. Ne? Aber naja, genau. So, Schätzeleins, das war's. Das waren jetzt meine Produkte aus Deutschland, die ich geschenkt bekommen habe. Ja? Die ich geschenkt bekommen habe von Freunden, von Abonnenten, von Familie. Ich zeige euch jetzt mal was. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Hier hinten seht ihr noch zwei Pakete. Ja? Diese Pakete habe ich in der Zeit bekommen, wie ich in Deutschland war. Solltet ihr daran Interesse haben, dass ich euch diese Produkte auch zeige, es wäre kein Unboxing, aber es sind Produkte, die man eben in der Drogerie bekommt, dann lasst mich das in den Kommentaren wissen, dann machen wir ein weiteres Video, dann nennen wir es Unboxing ohne Unboxing. Oder, ja, also irgendwas Blödes wird mir da bestimmt schon einfallen. Also wenn ihr da Interesse habt, weil auch da sind nochmal viele, viele, viele Produkte drin, die ihr bei Müller, Rossmann und DM bekommen könnt. So, das war's. Ich werde jetzt hier erstmal mein Zimmer aufräumen, das Chaos bewältigen, meine Schminksammlung neu organisieren, dass ich dann auch demnächst anfangen kann, euch meine Schminksammlung abzudrehen, weil das hatte die ganze Zeit so keinen Sinn, da ich ja immer sehr viele Pakete bekommen habe und ja, es dann immer was gefehlt hätte oder was Neues dazugekommen wäre. Von daher, ja, ich habe einiges geplant. So, dann war es das für heute. Im Gegensatz zum letzten Mal haben wir heute wieder ein Quassel- und Quatsch-Video gehabt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, euren Ohren geht es gut. Ich wünsche euch somit noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!